Boah, Alter. Puh. Wie viele Waffen sind das jetzt hier? Knapp über 5000. Waffen sind überall, ob in Filmen, Videospielen oder Musikvideos. Und knapp 1 Million Menschen in Deutschland besitzen mindestens eine Schusswaffe ganz legal. Insgesamt gibt es sogar über 5 Millionen registrierte Waffen im Privatbesitz. Die Vorstellung, dass so viele Menschen eine Waffe zu Hause haben, finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch. Und das ganze Thema ist ja auch nicht ganz unumstritten. Trotzdem versuche ich mal ganz unvoreingenommen an das Ganze ranzugehen. Ich frage mich, warum man überhaupt eine Waffe besitzen möchte und wie das Geschäft mit den Waffen genau abläuft. Deswegen werde ich heute Waffenhändler einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten und auch selbst mal die ein oder andere Waffe in die Hand nehmen. Ja, ach, grüß euch, hallo, da seid ihr ja. Hallo, grüß dich. Ja, Felix, grüß dich. Du bist Waffenhändler, kann man so sagen, oder? Kann man so sagen. Was macht man als Waffenhändler genau? Man kauft und verkauft Waffen an Privatpersonen, an Behörden, von Behörden, von Großhändlern, an Händlern, je nachdem, wie weit man sein Spektrum ausdehnt. Was für Waffen verkauft ihr so? Zivilwaffen, also reine Waffen, die nicht dem Kriegswaffenkontrollrecht unterliegen, Sportwaffen, Jagdwaffen. Könnte ich jetzt auch eine Waffe bei dir kaufen? Wenn ich die entsprechenden Erwerbsberechtigungen von dir kriege, ja. Hast du die nicht, ist es unmöglich. Du brauchst die Legitimation, das heißt eine Waffenbesitzkarte oder einen Jagdschein musst du mir vorlegen. Hast du das nicht? Gibt es keine Waffe. Jetzt darf ich dich ja heute mal so ein bisschen bei deiner Arbeit begleiten. Ja, natürlich, kein Problem. Was steht heute so an? Es kommt jetzt gleich noch ein Kunde, der kommt mit ein paar Schusswaffen hier an. Den kenne ich noch sogar von früher. Der kommt hier aus der Gegend. Und der kommt und bringt mir heute, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Waffen mit. Mhm. Und die bewerten wir dann, taxieren die und versuchen ihm ein entsprechendes Angebot zu machen, dass er sie hier lässt. Hier ist unser erstes Lager, unsere ersten Arbeitsplätze. Hier lagert jetzt alles, was keine Schusswaffen sind und keine Munition. Schäfte, Optiken, Griffschalen. Zweite Lager. Hier haben wir jetzt schon Munition lagern. Das ist schon ein bisschen mehr abgesichert, dieser Lagerraum. Hier lagern jetzt Hülsen, Geschosse, Munition, alles in dieser Richtung. Ist das hier ein Geschäft, wo Leute vorbeikommen, um bei dir was zu kaufen? Oder verkauft ihr die Sachen übers Internet? Wie läuft das so? Also wir verkaufen 99% der Sachen übers Internet. Ist es komplizierter, Waffen übers Internet zu verkaufen? Das Einzige, was komplizierter ist, ist der Nachweis der Erwerbsberechtigung. Aber heutzutage mittels E-Mail und kurzer Nachfrage bei den Behörden ist es eigentlich relativ einfach. Und dann kann man so eine Waffe ganz einfach per DHL verschicken? Oder wie läuft das? Mit persönlicher Übergabe. Also die Dent-Übergabe. Könnte ja sonst schon was schief gehen, kann ich mir vorstellen. Also in der ganzen Zeit, wo wir das jetzt machen, wir haben ja zigtausende Waffen verschickt. Ist doch nicht eine einzige weggekommen. Also mir ist schon häufiger was weggekommen, aber gut, wenn bei euch nichts wegkommt. Hier kommen wir dann in Versand. Hier werden die Pakete gepackt. Hier wird dann alles verschickt. Und einmal am Tag wird alles abgeholt. Das sind so in der Regel am Tag roundabout 50 Pakete, die wir hier packen. Meistens so um die 10 Langwaffen pro Tag, dann noch Kurzwaffen. Und der Rest ist dann halt alles mögliche an Zubehör. Aber es ist ja auf jeden Fall schon eine Menge, dann, wenn es 50 Pakete sind. Ja, das ist schon eine Menge. Kommt mal zusammen. Das heißt, was glaubst du, wie viele Waffen verkaufst du so im Jahr? Roundabout 5000. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem Herzstück der ganzen Geschichte hier. So, hier kommen wir dann in unseren Waffenbunker. Hier lagert dann so der Rest. Hier die Langwaffen, da die Kurzwaffen, Schalldämpfer. Und alles andere, was man noch so braucht. Wie viele Waffen sind das jetzt hier? Jetzt im Augenblick knapp über 5000. Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Ja, ist eine ganze Menge. Obwohl im Augenblick man sieht, ich habe also freie Plätze in den Regalreihen. Das heißt, wir müssen also wieder auffüllen. Wie viele Waffen könntest du hier lagern? Also maximal so 10.000 bekommen wir hier rein. Wie viele Waffen darf man so haben? Gibt es da irgendwie eine Grenze? In dem Bunker darf ich Gott sei Dank so viele lagern, wie wir reinbekommen. Was für Waffen habt ihr hier so? Das war das Querbeet. Also wir haben wirklich von den ältesten Schätzchen, über alte Jagdwaffen, Einzellader-KKs, hier ein paar Sportgewehre noch auf der letzten größeren Auflösung, die wir gemacht haben, Sammlerwaffen, alte Militärwaffen. Also interessant zum Beispiel hier ist ein 50 BMG von Fortmeyer mit entsprechenden Wechselläufen in auch wahnsinnig starken Kalibern. Ist eigentlich ein Gewehr für eine übergroße Maschinengewehrpatrone, die eigentlich auf Panzern montiert wird. Das heißt, wofür benutzt man das? Also es ist eigentlich eine Scharfschützenpatrone. Aber auch die Sportschützen sind mal auf die Idee gekommen, Mensch, da können wir auf einen Kilometer Entfernung mitschießen und noch treffen. Hat natürlich einen immensen Rückschlag. So hat man dann von einer Frau übernommen. Nur Frauen kommen auf die Idee, sich eine Blaser R8 in dieser Ausführung machen zu lassen. Hier ist Schalldämpfer. Das ist dann auch noch Rochenleder. Wenn man so viele Waffen gelagert hat, hast du dann nicht irgendwie Angst, dass du irgendwie so ein Ziel von irgendwelchen Kriminellen werden könntest, die sich denken, hier ist ja ein riesiges Waffenarsenal? Das ist schon richtig. Aber wir sind ganz gut abgesichert. Wir haben ein sehr, sehr gutes Überwachungssystem, sowohl hier innen wie auch außen. Und haben entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen auch getroffen, die mir jetzt allerdings nicht verraten werden. Was fasziniert dich so persönlich an Waffen? Was mich fasziniert, die Technik. Wenn man das allein hier schon sieht, ist keine Waffe gleich. Alles unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Arbeiten. Das ist das, was mich so fasziniert an den Schusswaffen. Ich möchte die Faszination für Waffen und das Schießen verstehen. Deswegen bin ich heute beim Verband Deutscher Büchsenmacher. Die machen sich vor allem für die Rechte von Waffenbesitzern und Händlern stark. Und hier werde ich heute auch zum ersten Mal mit scharfen Waffen schießen. Hallo, guten Tag. Hallo Felix, herzlich willkommen beim VDB, komm rein. Freut mich. Heute machen wir einen kurzen Crashkurs zum Thema Sicherheit. Denn bevor wir auf den Schießstand gehen, müssen wir erstmal sicherstellen, dass du dich auch entsprechend verhältst und nichts passiert. Also wir haben mit dem, was hier liegt, ziemlich viel abgedeckt, was es so gibt. Okay, und das sind jetzt alles Sachen, die man theoretisch als Sportschütze auch zu Hause haben könnte? Die Sachen könntest du alle als Sportschütze zu Hause in dem entsprechenden vorgeschriebenen Behältnis verwahren. Also ich wurde jetzt eingewiesen und jetzt geht's zum Schießstand. Das heißt, ich darf die Waffen mal selber in die Hand nehmen und mal ausprobieren, wie das ist zu schießen. Ich bin sehr gespannt. Wichtig ist jetzt, wenn du schießt, ich bin bei dir, stehe neben dir, erkläre dir die Handhabung von den einzelnen Waffen. In dem Augenblick, wo du dich nicht sicher fühlst. Ich habe Angst vorm Schuss, ich fühle mich gerade nicht so gut, Finger lang, runter, mir die Waffe übergeben oder die Waffe einfach ablegen und zurückgehen. Okay, und womit starten wir jetzt? Das ist eine Heckler & Koch P8 A1. Das ist die aktuelle Dienstwaffe der Bundeswehr. Aber das heißt, die ist schon so eine typische Waffe, die viel im Einsatz ist. Ja, gut. Magazin einführen, ja. Überprüfen, ob es fest sitzt. Ja. Gut, dann formst du deinen Waffengriff und du kannst damit. Jetzt aber bitte ordentlich zugreifen. Okay, und jetzt kann ich einfach. Ja. Hui, das ist schon krass. Scheiße. Ich erschrecke mich auch immer, weil das irgendwie später kommt, als ich denke. Da merkt man auf jeden Fall schon eine gewisse Kraft, die da bei rumkommt. Also das ist schon krass. Okay, aber ich habe getroffen. Getroffen hast du? 1, 2, 3, 4, den fünften sehe ich nicht. Warum ist das denn so, dass man beim Sportschießen mit solchen scharfen Waffen schießt und jetzt nicht mit irgendwelchen Druckluftpistolen oder sowas? Der Spaß am Großkaliberschießen ist natürlich auch der Rückstoß, der Knall, die Bewegung der Waffe, die Energie, so wie es vielen Leuten halt auch Spaß macht, ein etwas PS-stärkeres Auto zu fahren. Klar kommt man auch mit dem Smartphone A nach B. In Filmen sieht so Schießen immer so leicht aus. Irgendwie, man ballert da irgendwie rum und das geht so super unkompliziert. Aber in der Realität ist das schon was anderes. Also man spürt so richtig die Kraft von dieser Waffe und diesen Rückstoß. Und das ist auch schon echt laut. Also ich habe da jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im Kopf, okay, das ist gerade eine tödliche Waffe oder sowas, sondern ich habe das Ziel, irgendwie möglichst gut zu treffen, möglichst in die Mitte. Ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen. Es ist irgendwie schon was Außergewöhnliches, irgendwie so eine mit so einer Waffe zu schießen. Was hast du mir mitgebracht? Grüß dich, Armin. Hi. Grüß dich. Ja, dann lassen wir noch mal Hallo, ins Auto. Hallo, Felix. Wie viel hast du denn? 6 Stück. Ja gut, das geht ja. 3. Packen wir erstmal aus. Warum bist du jetzt hier? Naja, ich jage seit 50 Jahren. So im Laufe von 50 Jahren sammelt sich so einiges an. Das sind oft Waffen, die ich geerbt habe oder die ich jahrelang nicht benutzt habe. Eigentlich wollte ich mir so fürs Alter noch was Neues kaufen und da brauche ich Platz im Schrank. Das heißt, wie viele Waffen hast du zu Hause? Ich habe über 10, jetzt noch. Und deswegen tue ich die 6 weg und dann gucke ich mal, wollte ich mir noch eine schöne kaufen. Mal gucken, was er mir Schönes mitgebracht hat. Die meisten Sachen hast du mir ja noch verkauft oder ich habe sie halt geerbt, das weißt du ja. Das ist mein Schicksal, ne? Dann verkaufe ich sie, dann kriegst du irgendwann mal wieder zurück. Aber was für Waffen wären jetzt für dich interessant? Also solche Waffen, die ich jetzt gerade sehe, ich glaube, das sind alten Blaser Bergstutzen hier, haben die eigentlich gar kein Interesse mehr dran. So was geht dann meist auch in den Export. Ah, okay. Das heißt, du exportierst auch Waffen ja, ins Ausland? Ja, vorwiegend. Okay. Vorwiegend gehen die also in Deutschland wieder raus hier, die Waffe. Man kriegt auch den Gegenwert da heute nicht mehr für. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, das hast du schon richtig erkannt, Armin. Obwohl, ich will mal so sagen, das ist jetzt eine 222, die kann man wunderschön noch zur Fuchsjagd einsetzen. Und daher, aber die, glaube ich, kriegt man hier auch in Deutschland noch wieder verkauft. Aber gut, ich habe die Daten, die ich brauche. Ich gehe jetzt mal eben schnell an den Computer, mache die Auswertung und sag dir dann,
was ich bereit bin zu geben. Also wir haben jetzt hier eine Datenbank, wo ich jede Waffe eigentlich wiederfinde. Das Programm sagt mir dann auch, wie die Preistendenz ist, ob das fällt oder steigt. Wenn du jetzt eine Waffe einkaufst für, sagen wir mal, 300 Euro, für wie viel kriegst du die dann verkauft? Also ich hoffe immer, dass ich die dann, sagen wir mal, 300 Euro einkaufe, dass ich mindestens 4,98 dafür kriegen werde. Ah, wie mein Freund, ich hoffe, du bleibst nicht. Also pass auf, kurz und schmerzlos oder sagen wir mal, jede Einzelwaffe? Nee, brauchen wir nicht einzeln besprechen. Also gut, kurz und schmerzlos 2.200 Euro. Okay, plus ein Abendessen. Dann machen wir das so. Ja? Krieg ich eine Quittung? Du kriegst jetzt einen Ankaufsbeleg noch? Ja. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Ich muss ihm jetzt eine Ankaufsbestätigung dafür schreiben. Mhm. Die braucht er dann auch für die Behörde. Dann muss innerhalb von 14 Tagen muss er die abmelden, die Waffen. Ah, okay. Und kommt dann mit dieser Ankaufsbestätigung und sagt, hier, der Schäfer, ich habe Glück gehabt, der hat sie alle übernommen. Ja? Machen wir. Okay. Wunderbar. Prima. Du bist soweit zufrieden damit? Ja, ich meine, man erhofft sich immer mehr. Da stehen Waffen für mit Sicherheit den dreifachen Wert. Die Waffen haben halt mal wesentlich mehr gekostet in der Anschaffung. Aber der Preisverfall ist heute da. Was fasziniert dich so an Waffen? Einmal die Funktion, ist klar, ich brauche eine Waffe, die muss, da muss ich mich 100% drauf verlassen können. Also wenn eine Waffe nicht sauber schießt, würde ich die nicht haben wollen. Auf der anderen Seite muss ich mir eine Waffe aber auch ansehen können und mich daran freuen können. Andere Leute sammeln Autos oder sonst irgendwas. Für mich wäre also irgendein Sportwagen oder irgendwas vollkommen außen vor. Habe ich kein Auge für, kein Nerv für, brauche ich nicht. Aber bei der Waffe habe ich auch immer Geld angelegt, dass das was Vernünftiges war. Du hast jetzt hier ein Zielfernrohr. Ah, das ist geil. Man sieht viel besser noch. Oha. Das ist noch mal was ganz anderes. Was für eine Waffe war das jetzt gerade? Das war ein AR-15 und ist so die populärste moderne Großkaliber-Sportwaffe, die es gibt. Ist das also diese ganzen Waffen, mit denen wir gerade schießen, das sind alles deine Waffen, oder? Ja, das sind alle in meinem Bestand, ja. Das heißt, wie viele Waffen besitzt du? Tatsächlich privat habe ich gar nicht viele, sind vielleicht 12. Braucht man denn als Privatperson überhaupt so viele Waffen? So viele, wenn es 12 Stück sind? Ja, die brauchst du, weil wirklich jede ihre eigene Berechtigung hat. Also das ist, du kannst mit ein und derselben Waffe nicht alle Disziplinen abdecken. Das ist völlig unmöglich. Okay. Jede Disziplin hat ihre eigenen Anforderungen. Ich denke mal, die meisten Sportschützen, die haben so 5, 6, unter 10 dürfen die meisten sein. Es ist aber auch völlig egal, wie viele Waffen jemand zu Hause hat, weil gefährlich in Anführungszeichen ist nur die erste. Mhm. Ja. Und danach ist es eigentlich egal. Ah, die beiden, ne? 1, 2, 3, 4. Jetzt werden die Waffen von Mitarbeiter von mir ins nationale Waffenregister eingepflegt. Man hört ja auch dann immer mal wieder von unregistrierten Waffen, gerade jetzt im kriminellen Bereich. Wie kann es sein, dass es dann unregistrierte Waffen gibt? Gerade nach dem Jugoslawienkrieg sind immense Mengen an nicht registrierten Waffen nach dem Krieg hier reingekommen nach Deutschland. Die kriminellen Strukturen haben diese Waffen tonnenweise hier reingebracht. Und das sind natürlich Waffen, die dann in die falschen Hände gelangen, wo wir auch keinen Zugriff drauf haben und wo wir auch nichts dran machen können. Selbst wenn wir die bekommen würden, wir könnten sie ja nicht mehr verkaufen, weil sie nicht im nationalen Waffenregister sind und wir sie somit nicht mehr in Umlauf bringen können. Weißt du denn eigentlich, ob mit einer Waffe, die du mal verkauft hast, irgendwie mal eine Straftat begangen wurde? Eine einzige Sache ist, hatte ich damals noch ein ganz normales Waffengeschäft hier in Gummersbach. Da habe ich einen Freund, der hat damals den Jagdschein gemacht, dem habe ich einen Revolver verkauft und der hat damals Probleme bekommen mit seiner Freundin, die haben sich getrennt und er hat sich dann mit diesem Revolver erschossen. Also das war schon ein ganz mieses Gefühl, muss ich sagen. Das war nicht schön. Mhm. Machst du dir sonst irgendwie Gedanken darüber, was die Menschen mit den Waffen machen? Man hofft natürlich immer, dass die Waffen nur dazu eingesetzt werden, wozu sie auch gedacht werden, zur Jagd, zum Sport oder zu Sammlerzwecken. Und ganz ausschließen kann man das natürlich nicht. Ja, jetzt geht's an die Registrierung. Ich prüfe jetzt die E- und P-Nummer zum Eintragen und guck, ob die Waffen Beschuss haben, kontrolliere die Waffennummer, kontrolliere das Kaliber, alles, was waffenrelevant ist, wird hier kontrolliert, dann eingetragen. Hier kann man schon hier oben die Waffennummer sehen. Die wird dann mit dem Einkaufspapier verglichen. Dann gebe ich die Daten in dem NRW-Waffenbuch ein. Ja, und dann müssen sie ja noch alle in die Werkstatt. Hier wird jetzt jede Waffe noch mal auf Herz und Nieren kontrolliert. Das heißt, ich baue die jetzt einmal auseinander, nehme die Waffe im Prinzip aus dem Schaft raus,
reinige die, wenn nötig. Und dann wird die Waffe so aufbereitet, dass man die zum Verkauf fotografieren kann. Weil heutzutage zählt ja ein Foto alles. Mhm. Aber du musst wirklich jede Waffe, die ich hier in der Werkstatt habe, immer gucken, dass die nicht geladen ist. Ne? Weil viele der Jäger stellen die Waffe ab in den Schrank, die ist geladen. Und dann bringen die auch geladen hier hin. Ne? Die wissen das gar nicht. Ist das schon mal passiert, dass du dann da noch Patronen drin gefunden ja, hast? Ja, oft. Oft. Passiert ganz oft. Und je nachdem, was das für eine Waffe ist, kommst du an den Abzug, geht die direkt los. Ne? Wenn die vorher spannend ist oder so. Ne? Das Gefährliche an so einer Waffe ist eigentlich nur der Mensch, der sie bedient. Ne? Das andere ist ein Stück Stahl, mehr nicht. Was würdest du sagen, wie streng ist das deutsche Waffengesetz? Deutschland hat von den Anforderungen an den Waffenbesitzer, an den Waffenerwerb, die Latte wahnsinnig hochgelegt. Das deutsche Waffenrecht, wie es sich jetzt darstellt, ist in weiten Teilen weder für die Waffenrechtsbehörden noch für die Polizei und natürlich schon gar nicht für die Schützenhandhaber. Zu bürokratisch, zu umfangreich und auch zu unübersichtlich. Mhm. Andererseits ist es ja schon gut, wenn das irgendwie hart geregelt ist, oder? Also ich denke, dass jetzt nicht unbedingt jeder super einfach in eine Waffe kommen sollte. Also ich fühle mich, glaube ich, sicherer, wenn es möglichst wenig Waffen gibt, die irgendwie in Privathaushalten sind. Ich bin völlig bei dir, dass der Waffenbesitz geregelt wird. Und durchaus auch streng geregelt gehört in der Form, dass nicht jeder morgen in den Laden gehen kann und kann sich eine scharfe Schusswaffe kaufen. Und wie kann man das schaffen, dass dann die Sicherheit nicht darunter leidet? Das tut sie ja jetzt bereits nicht. Der Anteil von legalen Waffen an Straftaten ist verschwindend gering. Das Hauptproblem bei Straftaten mit Schusswaffen sind tatsächlich die illegalen Waffen. Und die bekommt man natürlich über eine Regelung der legalen Waffen, sprich über eine Verschärfung des Waffengesetzes, habe ich null Impact auf die illegalen Waffen, weil wenn jemand eine illegale Waffe hat, hält das sich ja sowieso nicht ans Recht. Jetzt ist das ja schon so, dass seit 1990 irgendwie fast 300 Morde mit Sportwaffen passiert sind. Also über 300 Menschen sind getötet worden durch Sportwaffen, die Sportschützen ganz legal besessen haben. Wie kann man denn verhindern, dass Sportschützen oder auch Jäger ihre Waffe für sowas benutzen? Schwierig bis gar nicht. In dem Augenblick, wo der Tatentschluss gefasst ist bei jemand, einen Mord zu begehen. Nimmt er die Waffe als Tatmittel, weil sie eben unmittelbar verfügbar ist. Es ist davon auszugehen, dass er den Entschluss wahrscheinlich, wenn die Waffe nicht verfügbar wäre, mit einem anderen Tatmittel umsetzen würde. Soll jetzt nicht beschönigend wirken, ist auch garantiert nicht verharmlosend. 300 Morde sind eine schlimme Zahl. Aber ich sehe da wirklich keine gesetzgeberische Maßnahme, die das verhindern würde. Den dicksten Brummer haben wir uns für das Ende aufgehoben. Das ist eine sogenannte Pump Gun. Da bin ich jetzt schon gespannt, weil das sieht ja jetzt schon noch mal anders aus. Nimm die Waffe mal so in die Hand. Und jetzt nach vorne. Und jetzt bist du fertig. Jetzt bin ich wieder aufgeregt, weil das so ein krasses Gerät ist hier. Boah, Alter. Puh. Genau. Das ist schon crazy, Alter. Oh, Alter, meine Schulter, krass. Wollen wir trotzdem mal vorgehen und schauen? Ja, bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Auch getroffen. Große Löcher drin. Was passiert denn mit den Waffen, die ihr nicht verkauft bekommt? Dann kann ich dir zeigen, da hinten haben wir eine Gitterbox. Okay. Eine ist aber letztens abgeholt worden, sehe ich. Hier kommt erstmal alles rein, was wir nicht verkauft bekommen. Das sind so Schrottwaffen, die einfach, wo die Reparatur nicht mehr lohnt. Also in dem Zustand kriegt man sowas nicht mehr weg. Das sind 4 mm Waffen, das ist alles Mögliche. So alle 3 Monate in etwa wird die Gitterbox abgeholt, dann sind so 500 Waffen in etwa drin und dann werden die vernichtet. Was würdest du sagen, wie schwer ist es in Deutschland, eine Waffe zu kaufen? Der Aufwand, legal an eine Waffe zu kommen, der ist so hoch, dass ich mir lieber illegal eine besorgen würde. Entweder man macht einen Jagdschein, was sehr, sehr teuer und zeitaufwendig ist und eine Menge Büffelei. Im Verein muss man mittlerweile ein Jahr lang Mitglied sein. Man wird ständig überprüft von den Behörden. Man muss an den entsprechenden Wettkämpfen teilnehmen, man muss die Zuverlässigkeit nachweisen, eine Fachkunde nachweisen. Und dann, wenn man die Waffe hat, muss man auch regelmäßig damit schießen, regelmäßig trainieren, regelmäßig Wettkämpfe schießen. Auch das muss man wieder nachweisen. Ansonsten wird einem die Waffe wieder abgenommen? Ansonsten wird einem die Waffe wieder abgenommen.
Ja, Achim, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir heute alles gezeigt hast. Aber hat mich gerne gefreut, war super spannend. Das war mein Tag als Waffenhändler. Ich glaube, so viele Waffen wie heute habe ich noch nie gesehen. Ich bin nach dem Dreh so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits kann ich die Faszination an Waffen jetzt auf jeden Fall besser nachvollziehen. Also sei es, weil man Waffen schön findet und die sammelt oder auch, weil es einfach Spaß macht, damit auf ein Ziel zu schießen. Also das ist wirklich gar nicht so leicht und fordert wirklich eine gute Konzentration und Körperbeherrschung. Andererseits weiß ich nicht, ob man dafür unbedingt scharfe Waffen braucht und die auch zu Hause haben sollte, weil es halt auch immer mal wieder zu Straftaten mit legalen Schusswaffen kommt. Deswegen interessiert mich hier besonders eure Meinung. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu meinem Tag beim Zoll, auch sehr spannend gewesen. Und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.